Recht auf Stadt, Nevermind the Papers, ist ein Bündnis aus vielen verschiedenen Gruppen und Initiativen in Hamburg. Gemeinsam treten wir dafür ein, dass gleiche Rechte für alle gelten. Ganz egal, welche Staatsangehörigkeit auf irgendwelchen Papieren festgeschrieben ist. I have been in the struggle for over 1.5 years, and I'm here representing the group Lampedusa in Hamburg in a big campaign that we name A Right to the City Never My Paper, which comprises a lot of immigrant groups, refugees group, who are supporting the movement. Comme vous le savez déjà, Lampedusa Hamburg n'est pas un groupe qui est tout à fait inconnu ici à Hamburg. Nous sommes très connus et ça fait à peu près 2 ans qu'on est dans la rue en train de protester pour avoir le droit de rester, le droit de travailler et le droit de vivre meilleur comme aussi comme les citoyens allemands et hambourgeois aussi. The reason why we are doing this action is to make a more of publicity about our upcoming big demonstration on the 31st of January 2015. Arrêtez de traiter les réfugiés comme des êtres humains de 3e ou bien de 4e classe. Nous sommes des citoyens, nous sommes des êtres humains bien cultivés, éduqués. Nous pourrons contribuer dans cette société. Donc pour ça, je fais un grand appel de venir participer à cette démonstration. Wir rufen zu dieser Demonstration auf, weil es wichtig ist, dass sich Menschen dafür einsetzen. Es ist wichtig, dass diese Unterbringung gestoppt wird. Es kann nicht angehen, dass sie als Menschen zweiter Klasse hier leben müssen. Es kann nicht angehen, dass sie keinen Zugang zur Arbeit haben, dass sie keinen Zugang zu denselben Rechten haben wie alle anderen BürgerInnen. Und es kann einfach nicht angehen, dass sie hier auf dem Abstellgleis für Jahre in Flüchtlingslagern leben müssen, in Wohnunterkünften, zusammengepfercht mit anderen Menschen, obwohl es so viel Leerstand, obwohl es so viel Wohnraum gibt, den sie beziehen könnten. We do this demonstration because we need a new life for the refugee and new life and good life for all the people in this area and this world. And we hope all the government listen for me and for all the people for the demonstration.